So, schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Leute. Heute geht es mal um die Jagd. Ja, heute geht es mal um die Jagd, liebe Leute. Lohnt sich die Jagd zu kaufen oder lieber nicht? Das sage ich euch alles im Gegenvideo, also bleibt gerne bis zum Ende. Die Jagd finden wir hier bei dieser schönen Webseite. Ja, wo ist das jetzt nochmal? Bei der Burg-Webseite. Ich war im Kalk. Ja, finden wir die Jagd. Die können wir uns kaufen. Altquäler, wir kaufen uns die vor 6 Millionen oder vor 8 Millionen. Aber man kann noch Verkleinerungen kaufen, also 8 Millionen sind echt nur, wenn ihr keine Verkleinerungen kauft, so wie ich. Ich habe alles aus Kojak genommen, ich habe 10 Millionen bezahlt. Also wenn ihr alles aus Kojak genommt, so wie ich hier. So, ihr geht hier, was ich genommen habe. Ich habe die Keuge-Jacht genommen, da gibt es hier verschiedene. Kann ich hier auch wählen. Die billig gekochte 6 Millionen, die billig gejagt. Und ja, ich habe hier die Jacht verbessert und alles noch. Normale Jacht kocht, also die normale Jacht 6 Millionen. Dann gibt es die super Gelüchtjacht, die kocht 8 Millionen. Und wenn ihr dann noch hammergeile Verbesserungen haben wollt und alles, müsst ihr 10 Millionen bezahlen, so wie ich hier. Dagegen, das habe ich genommen, Leute, das habe ich genommen, dann habe ich das hier genommen als Farbe. Alles das Kojak habe ich einfach genommen. Und ich habe gar 10 Millionen für bezahlt, Leute. Und ja, dann könnt ihr noch einen Namen euch auch denken, wie die Jagd Keichengäuer und ja, 10 Millionen. Aber Leute, wir gucken mal, was bei der Jagd kann alles, wenn wir die Jagd jetzt gekauft haben, wie ich. Ich habe die Jagd vor 10 Millionen gekauft. Ist jetzt gekommen ein paar Monate her, wo ich die gekauft habe. Und deshalb kann ich euch jetzt auch einen Fahrkick geben, ob ich die lohnt oder nicht. Ich halte euch das jetzt mal. Ich habe jetzt hier Burke dabei bei der Jagd. 10 Millionen habe ich hier gerade dafür bezahlt, für die schöne Jagd. Poker habe ich dabei und ja, Kark habe ich dabei. Ja, Schäme Junge, Konkoya, alles vergoldet hier, wie ihr geht. Goldklangfahne, weil ich natürlich Goldka bin. Deshalb natürlich Goldklangfahne. So, da geht der Name wie mein Jagd heißt. Und ja, dann gucken wir mal, was die Jagd hier noch gebieten hat. Ja, vor Schäme Junge hat dann eben den Pulgang hier noch dabei. Der Kokai unnötig ist der Pool, er kann natürlich Bahn gehen, Junge. Ja, kann ich hingehen, hurra. Ja. Ja, man kann ich dann hingehen, so wie ich hier. Und kann dann schön Barge machen, hurra. Dann können wir natürlich hier noch reingehen, hier bei Mischka Meister Kapitän. Der Mischka eigentlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war Kapitän. So Leute, ich kann mal hier noch reingehen, das ist die Jagd von Gauchen, wo ich von Gauchen auch. Ja, wir gehen jetzt mal rein hier, Leute. Und ihr könnt mit der Jagd nicht fahren, das ist Kacke. Ich zeige euch das jetzt mal hier alles, was hier in der Jagd gegangen ist. So, dann haben wir hier noch einen schönen Wohnbereich hier. Da liegt, warum liegt gleich kein. Okay, da liegt die Haftbombe, habt ihr gegen den Haftbomben. Dann liegt hier Raketenwaffe, Muni. Können wir eingammeln. Dann haben wir hier Kuchen, wo wir Kuchen gehen können, wenn wir Bock haben. Ja. Brauchen wir aber nicht. Dann haben wir hier schöne Aufricht auf dem Wache. Von geile EG-Wache muss ich haben von Jagd, aber ja. Ich sag euch gleich noch, ob ich es lohnt oder nicht. Dann haben wir hier kommt wieder Munition, Folge Sniper. Einfach wieder durchlaufen. Okay, die kann ich nicht nehmen, weil meine Sniper ist MK5, deshalb kann ich die nicht nehmen. Das ist normale Sniper Munition. Und ja, den haben wir hier noch. So, könnt ihr Geld mit Jagd verdienen, natürlich, und das gleiche gleich auch noch. Dann kann man hier wieder Muni aufkommen. Hier liegt überall Muni, wie ihr geht. Hier liegt Sniper Muni. Dann haben wir hier wieder Maschinengewehr Muni. Schön eingegammelt. So. Da kommt die Muni aufkommen. Finde ich gut, was die hier macht. Können wir hier auch Muni finden können. Grobe hier. Hier liegt Kumbiga Muni. Ich weiß mir nicht sicher, ob ich ihn nehmen kann. Ne, die kann ich nicht nehmen. Weil ich meine Kung auf MK5 habe, meine Waffe. So, liegt hier noch irgendwo was? Ne, hier liegt keine Muni mehr. Okay, hier haben wir wieder Bargeschimmer, wie immer, Leute. Ja. So, dann gehen wir mal zur Bar. Wir haben hier auch eine Bar. Ja, wir haben eine Bar.
Gebarfrau, wo ihr kein Alkohol geben kann und alles, ja. Haben wir alles. So, wo ist die Bar? Ich war schon lange nicht mehr auf meiner Yacht, muss ich klar zugeben. Ich war schon lange hier nicht mehr auf der Yacht gewesen. Ah, hier. Hier ist der Frage. Hier können wir fahren gucken, wenn wir Bock haben. Können wir hier auf die Yacht fahren gucken. Ja. Dann hat mich ich. Gucken, können wir hier bei die Necke Bar V hingehen und sagen: Hallo, Necke Bar V, gib uns mal Alkohol. So. Und ja, kann man gleich verkaufen, wenn wir wollen. Und ja, das ist eben die Bar V. Wir haben hier wieder Alkohol. Ja. So, dann gucken wir mal von außen weiter, wie von außen auch geht, Leute. Dann haben wir echt alles gegeben. Was ich hier so gibt. Gehen wir mal wieder rauch hier, brauche ich mal gar nicht. Und ja. Rauch hier auch gejagt. Ihr könnt mir ja auch mal einen Kommentar geben, was ihr euch nicht gegeben wollt. Was ihr euch nicht vom Video machen wollt über Fahrzeuge. Egal ob ich Heli ist oder ob ich Auto ist oder ob ich Burg ist. Ja, könnt ihr mir mal einen Kommentar geben, was ihr geben wollt. Ihr müsst natürlich nur den Namen hingeben, wie der Fahrzeug heißt und ja. Den kann ich da natürlich auch mal ein Video von machen. Kein Problem, liebe Freunde. Egal wie teuer das Fahrzeug ist. Ich kann da ein Video drüber machen und euch sagen, ob ich das lohnt oder nicht. Ja. Oder falls ihr wissen wollt, welches Apartment lohnt sich und so weiter und so fort. Ja. So, dann kriege ich die Yacht von außen wieder geht. Ich bin ein bisschen erkältet, Leute, also falls ich mal huchten sollte, tut mir leid. Ich bin ein bisschen erkältet. So, wenn ich hier den Kapitän, wo wir reingehen können, dann können wir die Yacht umparken, wenn wir wollen. Dafür machen wir natürlich auch wieder Geld bezahlen, wenn wir die Yacht umparken wollen. Ja, hier ist der Kapitän. Ja, wir können mit der Yacht nicht alleine fahren. Hier ist unser Kapitän. Jetzt kommen wir hier auf auch für den, wo wir hinwollen. Dann gehen wir mal Kapitän, bringen wir die Yacht gar und gar hin. Dann bringt der Kapitän gar die Yacht hin. Ja, aber im Kuchen und Ganken muss ich sagen. Wo geht meine Yacht eigentlich hier? Ich gehe meine Yacht hier in den Gag. Ich glaube, ich lache hier auch hier in den Gag näher. Oder wir fahren in der Nähe vom Flughafen, können wir auch machen. Da können wir hier auch hinfahren. Das ist eigentlich halt egal, wo wir die Yacht parken. Aber im Flughafen morgen, ich kann parken, wir gehen lieber nicht, Leute, weil da können die Leute, wenn ihr Piratenabwehr macht, dann können die Leute euch Kugel angreifen und deshalb Flughafen nicht machen, Leute. Wenn ihr packt eure Yacht hier oben irgendwo oder hier unten, so wie ich. Ja. Aber beim Flughafen brauche ich nicht empfehlen. So, ihr geht hier, wo man über die Yacht parken kann. Ich mache die Yacht hier, wo gehe ich. Ich parke hier nicht um. Weil auch wieder unnötig Geld kocht, meiner Meinung nach. Gehe um zu parken. Und ja. Das ging eben die Yachtgänger. Wir können natürlich auch Piratenabwehr machen, gucken, dass jemand bei uns in der Lobby, nee, ist nicht, dann könnte ich euch das auch noch keilen können. Aber ich halte euch das gleich noch, ich wechsle noch gleich die Lobby. Und, ja, dann kann ich hier noch mit Kelly fliegen. So, ich vorgabe, wir gehen uns wieder, wenn ich in eine neue Lobby angekommen bin. So, Leute. Jechke in eine neue Lobby ankommen, sind nicht so viele Leute. Gönne muss ich mal sagen, da kann ich durch die Piratenabwehr machen, wo ich mal sagen. Da greifen vielleicht nicht viele an. Und ja, jetzt kann ich euch mal, wie ihr mit Yacht Geld verdienen kann. Ihr müsst euch wie gesagt vorher als VIP anmelden oder CEO. Und dann geht ihr auf eure Yacht, wenn ihr Yacht habt, geht ihr hier rauf. Und dann hier auf Nummer 7 Piratenabwehr. Dann gehen wir hier rauf, brauchen wir nur auf ich klicken. Und dann können euch natürlich die Leute in der Lobby angreifen, wenn die ja Bock drauf haben. Und ihr geht auch gleich, was ich an Geld bekomme. So, jetzt geht's los mit Piratenabwehr. Jetzt muss man natürlich die Yacht verteidigen. Also keiner darf im Gegenbereich hier reinkommen. Also hier im Gegenbereich darf keiner reinkommen. Weil sonst bekommen wir auch Geld nicht. Also jeder, der jetzt auf die Yacht kommt, den müssen wir killen.
Und gar mit keinem Geld verging auf die Jacht. Gar mit keinem Geld verging und ich krieg auch gar nicht, was ich an Geld bekomme. Ich krieg ja gar nicht. Wenn wir es schaffen sollten, krieg ich gleich, was ich an Geld bekomme. So, gar mit keinem auf der Jacht Geld verging und am Ende gar ich euch gleich auch noch, ob ich die Jacht Lohn kaufen oder nicht, gar ich euch gleich auch noch. Also von daher, bleibt gar nicht bis zum Ende. So, müssen wir einfach nur beschichten, Leute. Ich kann ja mal gucken, ob Kake ist. Hier jemand in der Nähe? Nee, ich nicht. Da kommt jemand angefahren. Kann nicht gerade angreifen. Wenn er angreifen will, kriege ich ihn. Da habe ich keinen Pagon mit, Leute. Nein, Pagon auch geholt. Und geguckt, ob da jemand angreifen will. Wir müssen darauf achten, Leute. Weil die Jacht ist ungeheiligt, Kuhn. Er hat angehalten, okay. Noch jemand? Ne. Will bei euch auch keiner angreifen? Haben wir doch in Ruhe. 8 Minuten müssen wir noch durchhalten. Ja, Leute. 8 Minuten noch. So, ist geschwungen der Barmuscher, Leute. Wenn keiner angreift, die macht schon Geld. Money, money, money. Oh, mein Charakter wollte mal ein bisschen Bahn gehen, weil er muss ein bisschen Bahn gehen. Naja, ja, wieder hoch hier. So, wieder hoch. Und rein im Pool mal hoch. Weil der Charakter will ein bisschen Pool gehen, ein bisschen dein Leben genießen. Ja. Krieg keinen Pool und Bargeld auf Weihnachten. Ja. Wir haben noch 7 Minuten, Leute, um durchzuhalten. Bis jetzt greift keiner an, ich denke mal, wird auch keiner kommen. 7 Minuten. Und ja, krieg ich hier noch der schöne Heli. Wo ich hinten wieder reingehen kann. Und wunderbar alles. So, Piratenabwehr. La da di da da dam. Stauerkolan. Also wir müssen auch nicht die ganze Weile auf die Yacht fallen. Wir können auch weg von der Yacht. So wie ich kann ja von der Yacht wegfliegen. Ich gehe einfach weg von der Yacht, weil ich muss nicht gerade auf die Yacht bleiben. Ich fahre mir auch mal ein Heli an. Ich will ein bisschen Heli fliegen. Wenn ich komme, mein Heli, lass mal, gegen Heli gekauft habe, dann will ich auch gar nicht fliegen. Wo ich gehe, ich gehe, oder? Den Luch, das kann nur gehen, oder? Ich glaube, gehe ich, Leute, oder? Ich glaube, gehe ich. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir. Call again. Goodbye. Okay, goodbye. Und wo ist jetzt der Heli? Auf dem Flughafengelände, natürlich. Ich hoffe mal, ich habe den richtigen Heli angefordert. Wir müssen nicht auf die Yacht bleiben, weil wir gehen ja auf der Kake, die Leute greifen die Yacht nicht an. Aber können wir auch mal kurz weggehen. Wir müssen nicht die ganze Weile auf die Yacht bleiben, wir können auch weg von hier. Geld wollen wir doch kein bekommen, Leute, Geld wollen wir doch kein bekommen. Piratenabwehr ist noch am Laufen. Und natürlich könnt ihr auch mit Folgen machen, falls ihr euch gejagt haben wollt und eure Folgen ein bisschen Geld verkaufen wollt, dann könnt ihr natürlich auch Piratenabwehr machen. Und das Gute bei Piratenabwehr ist, das Geld könnt ihr auch anderen Leute geben. Also wenn ihr euch gar nicht kaufen könnt, wie ich euch Geld bekomme, wo ist der Heli, jetzt komme ich da hin. Warum kommt ich da hinten?
Das war der Feichgeli. Ja, habe ich mir im Feichgeli angefragt. Ich wollte eigentlich gegen die Frau Gold mit mir anfangen. Egal, jetzt habe ich gegen die auch mal. Ich wollte gehen. Die Eichgeli nochmal. Ich muss nochmal nachkommen, die Eichgeli, habe ich mir anfangen. So, ja, okay, genug, Eichgeli, okay. Ja, Leute, ich habe so viele Fahrkeuge bei Piggy hoch. Weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich hier wohne und hinge. Geluch kann ich gar nicht mehr, geluch Kili, okay. Geluch Kili. Oh, hier ist gar. Weil wenn ich gar kaum 5 Millionen für Auge gegeben habe, dann will ich gar nicht auch mal ein bisschen umherfliegen. Also, dann will ich gar mal ein bisschen umherfliegen, Leute. Aber ihr könnt ja mal einen Kommentar auf geilem Wache im nächsten Video gegen wollt. Also von der Fahrzeuge her. Wache geben wollt. Ich muss auch mal wieder ein bisschen Geld vergeben, Leute. Ich muss mal wieder ein bisschen Geld vergeben. Muss mal wieder ein paar Casino-Raubüberfälle machen. Weil da kann man wunderbar Geld vergeben mit Casino-Raubüberfall. Ich habe auch ein Video vor ein paar Tagen hochgeladen. Wie ein AFK-Gag verdienen kann. Guckt euch das Video ruhig mal an, Leute. Habe ich hier unten nochmal in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Guckt euch das ruhig nochmal an, wie ein AFK-Gag verdienen kann. Guckt euch das Video an. Habe ich euch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und in den Kommentaren habe ich das auch nochmal für euch reingepackt. Guckt euch das Video an, da könnt ihr gut Geld machen. So, dann langen wir mal wieder hier auf die Yacht. Mit den Kajaken hier der Welt. Warum wiege ich denn im Wacher? Bin ich bim oder wach? Ruhig, Fauna, ruhig, so. Und ich bin bei ihr gelandet. Und mir geht ihr Heli jetzt noch heil. Wir können jetzt mal wollen wieder eingehen und wieder wegfliegen. Gar nicht wichtig, dass der Heli heile bleibt. Weil ich werde gleich wieder wegfliegen. So. Eine Minute haben wir noch, Leute, dann ist vorbei und dann geben wir auch mal ein Geld bekommen haben. Weil die schöne Piratenabwehr. Ja. So. So, mit O. Ja, greift keine Angst, das ist wunderbar, muss ich sagen. Da keine Ruhe, aber es ist leider nicht immer gut. Es gibt auch Leute, die greifen in eure Yacht an und ja. Weil die Leute bekommen dafür natürlich auch Geld, wenn die euch erst gekrücken und ihr es nicht schaffen. Guckt, wenn ihr die Piratenabwehr nicht schafft, bekommt ihr natürlich kein Geld. Also wenn die Leute erst in der Lobby schaffen, euch gekrücken, kriegt ihr natürlich kein Geld. Das wisst ihr schon. Aber ich sage euch sowieso gleich, ob es noch lohnt oder nicht, gar nicht gleich. So. Ich kriege gleich, weil ich ein Geld bekomme. Tag ist abgelaufen, wir haben es geschafft, liebe Freunde. Und jetzt kriege ich, weil ich ein Geld bekomme. Und wir haben geilig Kauen gehalten. Und ja, Leute, geilig Kauen gehalten ihr. Und ich muss wirklich sagen, wenn ihr nicht so reich in geht, wenn ihr reich in GTA geil, kauft euch die Yacht. Geilig ihr nicht reich, lacht euch lieber geil. Weil geilig Kauen ist nicht viel, muss ich sagen, Leute. Ist ziemlich wenig und
Ja, mehr kann ja mit der Yacht auch nicht vergingen. Also, falls ich gleich gerne gucken, ha? Vielleicht gibt es ja noch andere Bekommen, wo ein Geld mit der Yacht vergingen kann. Nein, es gibt nur Piratenabwehr. Und die Piratenabwehr könnt ihr alle 45 Minuten machen. Also, alle 45 Minuten könnt ihr Piratenabwehr machen. Und könnt gar nicht kaufen, damit vergingen. Aber, naja. Und wenn ihr das Geld gelber nicht haben wollt, so wie ich hier, ich gar nicht kaufen. Beschenke ich mal die Leute hier in der Lobby ein bisschen, gebe ich hier, geht gar nicht. Hey, haben wir auch kommen, wir auch genommen, wollen mich gar verarschen. Man konnte auch immer Leute Geld geben. Geht auch nicht mehr. Haben wir auch, ja, die haben wir kommen, wir auch genommen, natürlich. Natürlich. Ja, die haben wir auch genommen, natürlich. Egal, okay, egal, okay, egal. Ja, ich habe ja, ich habe auf dem Konto überwiegen. Das geht nur, wenn ich im Bar, oh Mann. Ja Leute, das geht nur im Bach. Ich habe auf Konto überwiegen. Oh mein Gott, bin ich doof. Egal. Egal Leute, naja, das war auch mit dem Video und Kungfaki gegangen. Kauft euch die Yacht nicht. Weil das ist die lokale Geldverfängung. Und ihr habt davon noch. Also von daher. Lacht euch lieber geil. Auch ihr habt ein paar Millionen auf dem Konto. Wenn ihr ein paar Millionen auf dem Konto habt, wenn ihr beispielsweise 20 Millionen oder so auf dem Konto habt oder 50 Millionen. Na, gern kauft euch die Yacht, aber habt ihr nicht viel Geld in GKR, gern lacht es lieber rein und lacht lieber die Finger davon und kauft euch lieber ein schönes Auto und alles. Ja. Oder kauft euch lieber eine Bierhalle und macht Casino Raubüberfälle, dass ihr Geld verdient. Aber die Yacht kauft euch wirklich nur, wenn ihr genug Geld habt und wenn ihr gar nicht guckt, ah, ihr seid so reich in GKR und wisst nicht mehr, was ihr kaufen könnt. Na dann kauft euch die Yacht, aber Gott, lacht die Finger davon, weil es lohnt sich einfach nicht. Die Yacht ist eine lokale Geldverfängung, lohnt sich meiner Meinung nach gar nicht zu kaufen. Lacht die Finger davon, Leute, lacht echt geil. Ciao, ciao, wow, wow, bis zum nächsten Mal. Und guckt auf alle Fälle mein Video noch an, wie ein AFK Geld verdienen kann. Das Video habe ich hier unten in der Videobeschreibung vor euch reingepackt und nochmal einen Kommentar habe ich da reingepackt vor euch. Guckt euch das an, wie ein AFK Geld verdienen kann und ja, auf dem legalen Wege natürlich. So, ich folge ein bis zum nächsten Video, was auch immer ich mache und ciao, ciao. Vielleicht folgt nicht mal wieder was von Fortnite kommen, muss ich gucken, aber guck halt, ja. Bock Fortnite nicht so, ich spiele halt nicht so auf Fortnite, also guck halt, wundert euch nicht, wenn nicht so viele Fortnite-Videos guck halt kommen oder falls ich nicht so auf Fortnite live wie mache. Ich spiele halt nicht so oft Fortnite und ja, Bock halt einfach nicht und ja. Vielleicht, wenn ihr euch hinkommt, Bock ich vielleicht wieder mehr. Kann ich dann wieder öfter bieten. Aber schreibt mir mal einen Kommentar, wache ihr in GKA noch gegen wollt am Fahrkolge, gehe ich euch zeige und alles. Schreibt einfach einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.